Wir haben Einsendungen. Naja, für unser, unser neues Team-Logo für Twitch Rivals. Hier ist noch die Solo-Gesang-Edition. Oh mein Gott, ist das gut, Okay, das ist im Übrigen Midlane-Trindamer. Midlane-Trindamer. Gehen wir dafür den Murder-Spagörder in der Mitte? Oder gehen wir für den guten alten Brand? Ich glaube, wir gehen für den guten alten Spagörder in der Mitte. Timo ist gar nicht so gut gegen Trindamer aus meiner Erfahrung auf der kurzen Lane. Ich habe das letztes Mal komplett auf den Schlips bekommen, Und ich fühle mich gerade mechanisch fit für eine Cassio, Muss ich auch sagen, ich fühle mich gerade echt fit für ein kleines Cassio-Pyerchen jetzt hier in der mittleren Linie. Warum nicht Face Rush? Gegen Melees spiele ich persönlich lieber Conqueror, weil das so leicht zu stacken ist. Oh nein, nicht ein Trindamer. Wer hätte damit rechnen können? Ich hätte dich mit Saphirkristall starten sollen, ne? Ich hasse Trindamer Mitte, das ist so lästig, ne? Dorans Schild, Heal-Stack. Und eigentlich gewinnt der die Trades nur, indem man sich selber reinbaitet, ne, die ganze Zeit. Weil die auch einen die ganze Zeit auslachen und dann wird man da ein bisschen reingebaitet. Da müssen wir echt aufpassen. Actually, zum Beispiel so ein Trade ist actually nicht worth it, ne? Ich habe jetzt ein Drittel meines Mana-Pools ausgegeben und der teilt es gleich mit einem Q hoch, ne? Und gleichzeitig noch mit Dorans und so. Das war actually nicht worth it, der Trade. Obwohl der ja also einfach in alle Minions und mich reingetradet hat for free. Und ich habe genauso viel Leben verloren wie er halt. Okay. Actually die ganze Zeit dahinter gewartet, ne? Cool, der hat jetzt actually die gesamte Zeit hinter mir gewartet. Are you joking me? Das ist so ineffizient. What the fuck is this shit? Aber er nimmt jetzt seinen Pot, ne? Wir nehmen unseren Pot auch noch. Wir wollen auf jeden Fall bis zur Träne durchhalten, ne? Er wird jetzt da hinten langsam hochsustainen. Aufpassen, ne? Wir können jetzt da zum Beispiel... Es sieht zwar gerade tasty aus, aber ich glaube, wenn ich da jetzt für einen W-Trade gehe, ist das schlecht für mich. Mhm. Der wusste das leider. Ja, aber der wusste das leider, du. Lass mal einmal kurz zurückgehen. Holen wir uns unsere Träne. Du kriegst Mana mit dem E, wenn du Minions lastetest, genau, ja. Wenn du mit dem E Minions lastetest, kriegst du dein Mana wieder. Deswegen machst du das die ganze Zeit, weil du dann mit Autotech E hast du sehr, sehr sichere Lastet und kannst dein Mana die ganze Zeit refunden und dann später deine Träne auch die ganze Zeit stacken. Zwei Waves ahead, aber ich habe keinen Flash mehr und wir haben kein Killer-Ziel, ne. Ich meine, ist glaube ich, ein decent Lane, aber... nicht optimal. Wir müssen den halt sehr, sehr smart zonen von den Minions, wenn es fehlt. Na, leider kostet so viel Mana. Hier brauche ich noch ein Mana-Item mehr, bevor ich den wirklich unter Druck setzen kann. Kann das sein? Oh mein Gott! Gott! So viel zum Thema, ich spiele heute gut, Na, da war Poison noch drauf auf dem, da dachte ich mir, ich flash ihm nach und dann töte ich. Ah, der Hegarim hat mich, oder? Goddammit, Hegarim, du nutzlose was? Ne, der ist hier rüber geflasht, man hat dieses Flash gesehen. Ich bin elegant in diese Wand reingeflasht. Das ist eine sehr, sehr leicht zu flashende Wand, muss man dazu sagen. Also das ist schon eher in... Trotzdem sind wir jetzt in der guten Position, werter T-Chat. Wir können uns hier noch einmal zurückziehen. Leider auf der oberen Linie sehe ich Probleme für Detron. Er hat Tiamat gebaut, ja, er hat Tiamat gebaut. Der wurde von der Tentakel getötet, that is, how is it even possible? Der hat sich vom Tentakel töten lassen. Das war die Sechu hinter mir. Ich dachte, das wäre der Trash. Ich bin ja kompletter Inter. Ich dachte, das wäre Panda. Lol. Das war gar nicht Panda. Das war ja gar nicht Panda hinter mir. Da war Miss Piggy die ganze Zeit. Ich bin ein Vollidiot, Also jetzt, das geht hier in die ganz andere Richtung, muss ich sagen. Mann, ey. Go, Yonautis, go. War Yonautis Gold wirklich? Yonautis! Und jetzt die Bordlane mit dem Hardend. Tarsiel, jawohl, Tarsiel! 10 out of 10, Tarsiel. Jetzt hat der jetzt unsere Raptor. Du greedy Stück, ey. Und wetten, ich werde jetzt, wenn ich probiere, aggressiv zu spielen, instant gegankt. Wetten wir. Ich kann jetzt nicht aggressiv spielen. Wetten, die Sejo wartet schon hier mit ihrem 300. Midlane-Gank. Und jetzt ist der actually ahead auf mich. Obwohl der spielt wie Code, ey. Ich hasse drinnen mehr Spieler. Mann, ey. So wütend. Bin ich schon wieder sauer hier, Jetzt ist Miss Piggy hier. Tötet Piggy! Der Mörder-Spagröde noch in Position.
Du wurdest aber exhausted, Junge. Ding, ding. Klassische Jungle Diffy in dem Game, muss ich sagen. So lobe ich mir das. Das ist jetzt das Game, das ich mit Abstand am schlechtesten gespielt habe von denen, die wir heute gespielt haben. Und das Game darf ich jetzt gewinnen. Ich habe so einen Hals, Leute. Das Game gewinne ich jetzt. Ich meine, ich habe trotzdem ziemlich gut gespielt, weil ich nur einmal gestorben bin gegen 300.000 Gangs. Aber trotzdem, seid ihr genauso wütend wie ich? Ich hoffe, ihr seid genauso wütend wie ich. Ich bin nämlich sehr wütend. Ist okay, ihr verliert das noch. Ich glaube nicht, dass wir das noch verlieren. Na, actually können wir das schon noch verlieren. Aber wir outscalen die schon ziemlich brutal. Ich will in die Mitte flitzen hier. Ich bin sehr unterhalten. Das freut mich sehr. Das ist nämlich mein Job hier. Ich bin wütend, weil ich meine Stirn nicht sehen kann. Solange du nicht wütend bist, weil du deine Füße nicht sehen kannst, das ist ein größeres Problem, sage ich dir. Also nicht, dass ich das Problem kennen würde aus persönlicher Erfahrung. So, persönlich, mäßig. Hier haben wir gerade einen Ultra-Loose auf der gesamten Map hingelegt, ha? Oh, wir sind gerade für den absoluten Ultra-Loose gegangen. Na, ich gehe jetzt hier so defensiv vorbei, dass die denken, die können mich... Ja, ich stehe. Wahrscheinlich hätte ich mehr beten sollen und mich mehr anbeten, aber ich wollte es ganz sauber spielen, ne? Ich wollte es ganz... Oh. Was ist noch da drüben? Musik ist grausam. Oh, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Wenn er sonst immer rockt. Heute hören wir mal ein bisschen was Elektronisches. Das wird ein spannendes 2v1 hier. Ist es nur 2v1? Oder ist mehr? Hä? Was für einer? Ich muss mit dem anfangen. Jetzt muss ich den als nächstes machen. Oh mein Gott, wenn ich ihn... Ah, oh, wenn ich ein Wort habe, kann ich die da killen, tatsächlich. Wenn ich ein Wort habe, kann ich die killen. Hätte ich haben können. Schade, Mann. Ah, nice Panda, schöner Hook. Wenn ich da ein Wort habe, kann ich sie tatsächlich töten. Hätte, glaube ich, nie so weit rauskalten sollen, ne? Ich hätte nicht so weit rauskalten sollen. Ich hätte gleich reinkalten sollen. Warum spielst du so selten Ryze, wo du Cassio doch so magst? Naja, weil Cassio wesentlich einfacher ist als Ryze. Ryze ist auch einfach schlechter als Cassio aktuell. Du kannst, wenn du gut ein Ryze-Spieler bist, kannst du Ryze schon spielen. Ich kann dir im nächsten Spiel demonstrieren, warum man Ryze nicht spielen sollte, wenn du möchtest. Und jetzt ohne Summoners sollte ich, glaube ich, nicht fürs 3v1 wieder gehen, oder? Denn zwei sollten eigentlich immer fein sein. Wobei Sejo und Illaoi zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich kann. Oh, erstmal kurz die Hände weg vom Dings. Bisschen hier loslegen. Ich würde gerne mal deinen Zilean auf Mitte sehen. Oh, der ist so langweilig, der Champion. Ist halt so ein reiner Troll-Champion. Du machst dich abhängig vom Team, dann wirfst du die ganze Zeit deine Granaten und fängst an zu lachen. Das ist ein bisschen wie Trin bei mir. Du bist halt auf AP. Und dass du komplett abhängig von deinem Team bist. Trin abhängig vom... Nee, Trin ist nicht abhängig vom Team. Zilean ist abhängig vom Team. Trin ist nicht abhängig vom Team. Trin ist einfach nur lästig und useless. Ich glaube auch, der kann die Sider nicht mehr spielen gegen uns, ehrlich gesagt. Der braucht immer Hilfe. Unser Team macht aber gerade eine Menge Unfug, kann das sein? Guys? What the f***? Was machen wir denn gerade? Finish nehmen hier jetzt als nächstes, let's go. So, unser Leandri ist ready. Nice, hey Dicer, wie machst du es nur? Warum liegen dir alle Frauen zu Füßen? Warum ist dein League-Content so crisp? Wie bist du nur so gut geworden in diesem League of Legends-Spiel? Ich dachte, der geht ein bisschen schneller durch. Scheiße! God damn it! Der gute alte Mörder-Spagörder, ne? God fucking damn it! Da war er. Wen nehmen wir denn hier? Trash. Panda. Sehr, sehr gute Leistung. Plus 12? Plus 12?